Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu dem Hardware-Check 1 von dem Audio-Extralator ARC Edit von der Firma Ligavo. Und der macht im Prinzip das Gleiche, also nicht das Gleiche, der macht praktisch aus einem HDMI ein optisches Signal, was da ist, oder halt hier zwei Klinke, also Cinch, die man aber auch mit einem Adapter zu Klinke machen kann. Das ist alles kein Problem und da wird dann auch noch das HDMI-Bild ausgegeben. Das werde ich euch jetzt auch direkt mal vorführen. Ich habe wieder mein langen Kabel hier vorbereitet und alles andere mal abgeschlossen. Wir gehen jetzt erstmal in den In. So, ich bin jetzt hier im Input. Praktisch auf der Rückseite da, wo auch, also auf der Vorderseite, wo auch Strom und alle drum und dran ist, da seht ihr den Stromkabel. Dann nehme ich das andere Ende vom etwas sehr langen Kabel und zack, steckt das in mein Matrix rein, da wo der Output ist. Dann wollen wir hier natürlich auch einen Output haben und stecken den dann natürlich auch wieder da rein. So, passiert jetzt noch nicht viel, weil wir haben ja noch keinen Strom dran. So, jetzt machen wir erstmal Strom ab. Nun komm doch. So, bisschen viel Draht. So, dann lege ich das mal hier hinten. Das sieht, hatte ich so schön ordentlich hinten alle, das sieht schon wieder aus wie Kraut und Rüben. So, dann machen wir das hier rein. So, und ihr seht, das Bild ist jetzt schon mal wieder da. Und wir können auf 5.1 sagen. Wir haben hier vorne nämlich noch was, wo wir 5.1 und ARC an- und ausschalten können. So, und ihr seht, jetzt ist es schon mal da. Das ist kein großes Hexenwerk. Wir haben praktisch jetzt damit nur erreicht, dass das HDMI da reingeht, das Signal, und von dort aus zum Fernseher geht. Ist noch keine große Kunst, das können andere Geräte auch. Aber dieser kann praktisch dieses HDMI-Signal, was jetzt hier reinkommt, splittet er auf. Das leitet er einmal komplett weiter zum HDMI. Wir haben hier auch Ton. Opala. Controller mal anschalten, der würde auch was bringen. Oder haben keinen Ton? Ach Mensch. Opala. Jetzt haben wir Ton. Und jetzt haben wir wieder keinen Ton. Weil ich habe vergessen, das ARC auszuschalten. So, jetzt ist ARC wieder aus. Und ihr hört Ton. So, ARC ist auch ein Tonformat. Und jetzt zeige ich euch noch was Schönes. Dafür mache ich jetzt mal hier meinen 5 Meter optischen Kabel von, auch von Ligavo auf. So. Dann gehen wir hier mal so ein paar Meter ab und die Kappe abmachen. Die schließe ich dann natürlich hier bei optisch an. So ist das richtig. So, hält auch sehr gut. Und dann werde ich hier nochmal eine Drehung oder eine zweite Drehung abmachen. Dann brauche ich nämlich nicht den ganzen Kabel auffriemeln. Mache ich mal hier nochmal Draht dazwischen. Weil das ist ein bisschen viel Arbeit, dann hier 5 Meter wieder so schön zusammen zu drehen.
Deswegen drehe ich mir das für die Tests immer nur so weit auf, wie ich es brauche. So, dann habe ich dann halt hier so eine kleine Schlaufe. So, und dann gehe ich, oh, da reiße ich die Kamera mit um. So, muss ich euch mal ein bisschen nachziehen. So, da seht ihr jetzt praktisch hier hinten. Seht ihr das jetzt? Da unten. Das ist mein Aufnahmegerät. Und das ist mein optischer Verteiler. Der macht mir praktisch vier optische Signale, leitet da auf vier weitere optische Signale zu. Weiter. Ist ein bisschen alles eng bemessen. Wir gehen jetzt einfach mal an den Hoppala. Nummer 2 ran. Muss ich Nummer 2 erstmal wieder kurzzeitig abmachen hier. So. Und hier auch die Schutzkappe ab, weil ohne Schutzkappe wirkt sich das ein bisschen doof da rein und macht auch alles kaputt. So, hält auch Bomben fest. Und jetzt seht ihr hier, ach, jetzt habe ich Aufnahme gedrückt. Ja, ja, so. Jetzt seht ihr hier praktisch den grauen Kabel da reinkommen. Und jetzt werden wir euch mal wieder zurückstellen. Jetzt brauche ich erstmal wieder mein... Ach, wo haben wir sie denn jetzt? Ich suche immer was und das ist immer. So, hier ist die. Ach, hier habe ich sie. Hier habe ich mir schon vorbereitet, liegt direkt vor meiner Nase. Aber die Strom... Doch, Strom liegt auch hier. So, jetzt schalte ich mal meine Dolby-Anlage ein. So, jetzt ist es auch an. Ich muss jetzt erstmal hier den Fernseher ausmachen. So, jetzt zeige ich euch was. Oder beziehungsweise ihr hört gleich was. Ich werde jetzt mal hier auf die DVD gehen. Mach mal so, dass ihr das auch seht, dass ich hier was mache. Das ist halt meine Lieblingsband aus dem Nachbarort. Die hießen früher mal Inkompetent, jetzt heißen sie Inga und Karl-Heinz. Und ihr hört, ich hab Ton. So, jetzt habt ihr Ton gehört. Ich bin jetzt auf der Ausgabequelle. Wo haben wir denn das da? A1, A, B, C. Oh. Was war denn Dolby-Anlage? D war der D. D ist jetzt auf 1. 1 ist aber jetzt nicht das, was wir angeschlossen haben. 1 ist der Fernseher. Das heißt, alles, was am Fernseher ist, geht dorthin. Hat natürlich nicht so die Qualität meistens, weil... bestimmte Sachen im Fernsehen, da wird das 5.1, hab ich jetzt selber festgestellt, mach ich mal so, dass ihr mich seht, dass das 5.1 da manchmal ein bisschen doof rausgefiltert wird oder weggefiltert wird und die Dolby-Anlage, obwohl ein 5.1-Signal vorhanden ist, keinen vernünftigen 5.1-Sound hat, wie als wenn ich jetzt die PlayStation 3, PlayStation 4, Blu-ray-Player, Amazon Fire TV direkt da dran habe. Deswegen, ich habe aber halt auch was weiß ich, den Receiver und so. Und deswegen habe ich das jetzt halt so gemacht, dass das halt, ich mach mal so, macht sich so ein bisschen besser. Ich kann jetzt nicht mehr in der Hocke sitzen. Und deswegen habe ich halt den Fernseher dorthin. Ich habe die PlayStation 3, also Fernseher, PlayStation 3, PlayStation 4 und die Amazon Fire TV Box sind alle dort dran. Ich habe jetzt ein Jahr weggemacht. Das ist die Fire TV Box. Und jetzt zeige ich euch das mal. Jetzt schalte ich mal auf D2. Die grüne Lampe hat sich verändert. Mal sehen, ob ihr einen Unterschied merkt.
Nee, ist kein direkter Unterschied. Und wenn ich jetzt natürlich D3 mache, so, habe ich immer noch Ton. Weil D3, bei dem optischen jetzt 4:4, habe ich hier eine Fernbedienung, da könnt ihr das sehen, da sind 4 Buchstaben und 4 Zahlen. Die Zahlen stehen für die Eingänge, die Buchstaben für die Ausgänge. 1 ist Fernseh, 3 ist PlayStation, 4 ist PlayStation, also PlayStation 3, 4 ist PlayStation 4. Und 2, was ich jetzt getauscht habe, ist eigentlich sonst der Matrix HDMI. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum der Matrix HDMI? Den Fernseher habe ich jetzt erstmal nur zur Überbrückung dran, weil da war eigentlich der Receiver dran, aber der Kabel hat jetzt nicht mehr bis runter gereicht. Das ist eigentlich die simple Erklärung, deswegen muss ich mir erstmal einen langen HDMI kaufen. Dann ist der Receiver auch wieder separat dran. Und die Matrixbox ist deswegen dran, weil ich ja auch Wii spiele und da möchte ich auch einen schönen Sound haben. Und deswegen mache ich da dann meine Dolby-Anlage an und habe den Wii-Sound drauf, weil ich habe meine Wii ja über HDMI. Das ist der einfachste logische Grund. Weil wenn ich den optischen vom Fernseher aus dahin mache, obwohl die Wii mit HDMI ist, finde ich nicht so schön. Ich finde es so schöner und in manchen Situationen fällt es dann schon oft, dass mein Fernseher, also ich kann nicht für alle Fernseher sprechen, dass meiner da denn das Dolby-Signal und so ein bisschen schon zu viel rausfiltert und deswegen habe ich das lieber separat dran und lasse den Fernseher da außen vor. Der hat ein schönes Bild, hat einen schönen Ton an sich, ja, aber das von HDMI in 5.1 weiter über optisch zur Anlage, das ist jetzt nicht so sein Ding, muss ich leider sagen. Aber davon mal abgesehen. Wie gesagt, das funktioniert einwandfrei. Das ist jetzt zum Beispiel dafür gedacht, dass ihr euren PlayStation 4 Sound, euren PlayStation 3 Sound, wenn ihr jetzt ein Headset habt, wie ich jetzt mit optisch, könnt ihr das so machen. Oder ihr holt, wenn ihr habt praktisch den optischen schon zur Dolby-Anlage, braucht aber noch was, wolltet aber auch mal an PC weiterleiten oder an ein Zwei-Wege-System boxen, wo Chinch dran ist oder so, dann wäre dieser Adapter genau das Richtige, weil der filtert euch das Audio aus dem HDMI raus und gibt es dann praktisch auf zwei Chinch, rot und weiß, und einen optischen Kabel aus und dann könnt ihr euch die dann da anschließen, wo ihr das gerne möchtet. Das soll soweit auch gewesen sein. Ich verabschiede mich jetzt wirklich, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wie gesagt, in ein bis zwei Wochen wird es dann nochmal ein Video geben, wenn ich die dann im Dauereinsatz getestet habe. Da wird es wahrscheinlich in Komplett-Video geben, wo ich mehrere Geräte dann vorstelle, wo ich die dann in Serie getestet habe. Oder ich mache für jedes ein Einzelnes, das weiß ich noch nicht. Und dann sage ich euch, wie es im Dauereinsatz sich geschlagen hat. Ich werde das jetzt weiterhin so benutzen. Ich werde die Kabel nur verstecken und ein paar andere Kabel nehmen. Also jetzt nicht den 5-Meter-Kabel, den habe ich jetzt extra für euch gemacht, dass ihr das seht, dass ich das auch anschließe und alle drum und dran. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in ein bis zwei Wochen wieder. Ahoi, sagt euer Odin.